Herzlich willkommen zur ersten Folge von FIFA 15. Das Warten hat endlich ein Ende. Wir beginnen eine neue Saison. Und zwar habt ihr ja entschieden im Voting, dass wir mit Juventus Turin anfangen. Also gehen wir gleich mal rein. Willkommen zurück. Aufgrund deiner Fortschritte in der FIFA 15 Karriere hast du Anspruch auf folgende Verbesserung. Einige dieser Objekte sind optional. Bitte markiere die Verbesserung, die du in deiner kommenden Karriere übernehmen möchtest. Aha. Also gibt es nur die beiden hier. Revanche-Möglichkeit, 60% Erhöhung deines Start-Transfer-Budgets, globales Transfernetzwerk, gut, das haben wir ja sowieso. Machen wir einfach mal. Und 60% Erhöhung deines Start-Transfer-Budgets, ja, warum nicht? Mehr Geld für uns, hallo, es kann doch nur ein Vorteil für uns sein. Also, gehen wir nach Italien, gucken wir uns mal die ganzen Gegner an, und unter anderem Udinese, Torino, Sampdoria, hier AS Roma, Palermo, alles haben sie klassische Spieler, aber hier, das wird unsere Mannschaft sein. Buffon, Dante, der Reiherkette mit Caceres, Bonucci, Chiellini, Andrea, Hörlo. Eine Legende war schon im italienischen Fußball. Dann Lichtsteiner, Vidal und Paul Pogba, Asamoah. Vorne Llorente. Ja, haben sich ja gekauft von Athletic Bilbao. Oder? Ja, Athletic Bilbao. Und natürlich Carlos Tevez, der Argentinier. Da gehen wir also hin. Das wird unsere Mannschaft sein im Juventus-Stadion. Aktuell heruntergeladene. Und ja, wir machen klar, 85% wie immer, Euro ist die Währung, 5 Minuten und Legende. Würde ich sagen, geht's weiter und lädt Aktualisierung herunter. So, Freunde, und ich möchte noch eins kurz erzählen, ja, also ich war ja beim Mediamarkt, ich habe mir das Spiel ja schon vorbestellt und es ist einfach ein super geiles Gefühl, wenn du weißt, du kannst einfach hingehen und dein Spiel ist da und musst dich nicht wie die anderen um das Spiel kloppen. Also ganz entspannt heute hingefahren nach Mediamarkt. Perfekt. Machen wir einfach mal hier HSP. Und als Nachname einfach hier. Pass auf. LP. Ich darf auf die 0 aber nicht drücken. Da muss ich echt aufpassen. Weil sonst, ja, ist die Aufnahme am Arsch. So, Deutsch. Was nehmen wir denn mal hier? Komm, wir nehmen ganz... Wir nehmen mal den Jogginganzug in Grau. Hautfarbe mittel und schmächtig bin ich eher. Ich bin eher schmächtig. Also machen wir mal weiter. So, LP, der neue Juventus-Boss auf dem Prüfstand. La Gazzetta dello Sport. Ich bin wirklich gespannt, ja, wie wir uns schlagen. Ob wir Meister werden gleich in der ersten Saison oder ob wir richtig hart verkacken werden. Jetzt gehen wir einfach mal hier ein. Moment. Das haben wir gleich, das haben wir gleich. Juventus. So. Auf geht's. Also, das Fenster sieht ja ganz normal aus wie bei FIFA 14 auch. Also hat sich nicht groß was getan. Wir gucken mal, ja, ins Büro rein. Es ist natürlich viel, viel geiler alles, ne? Das muss man mal sagen. Also, Pokalziel National. Herr LP. Wir haben uns Gedanken über unsere Chancen im nationalen Pokal gemacht. Also sprich DFB-Pokal in Deutschland, ein Pokal bei denen. Dieser Wettbewerb ist lukrativ. Wir würden es also begrüßen, wenn sie Folgendes schaffen. Pokalsieg, warum nicht? So, wichtige Infos zum Transfermarkt, das sind ja auch alles dieselben Nachrichten. Nach Torwart-Ausschau halten. Hallo HSP, herzlich willkommen im Verein. Ich möchte Sie gleich auf unsere Scouting-Abteilung aufmerksam machen. Sonst gleich. Unsere Scouts sind bereits intensiv nach FIFA schon den Spielern. Ich denke, wir sollten uns um eine Schwachstelle in unserem Team kümmern, um einen Torwart und einen Torwart verpflichten. Schauen Sie doch mal, wenn wir bereits auf dem Schirm haben. Ja, machen wir gleich. Das ist einmal der Scout, der sich vorstellen möchte, und zwar ist der Giuseppe Marco Bianco. Und das Ligaziel ist natürlich, ja, Meister werden. Der Vorstand hofft auf eine erfolgreiche Saison und ist gespannt darauf, wie sie mit ihrer Führungsstärke und Entschlossenheit das Beste aus dem Team herausholen werden. Also der erste Part jetzt, da müssen wir uns, den will ich dazu nutzen, dass wir uns so ein bisschen an das Spiel gewöhnen oder dass wir so ein bisschen einen Einblick haben, vielleicht nach Spielern mal schauen. Was hätte der denn hier? Nach Scouting-Bericht anzeigen. Welchen Torhüter hatte der denn? Bianco? Ist der... Ah ne, das ist ein Stürmer. Ich dachte, die haben Torhüter. Federico Marchetti und Morgan de Sanctis. Hallo, der ist 37, ey. Der kann eigentlich schon einpacken, aber der ist nicht schlecht. Aber hä? Ich dachte... Wir haben doch Buffon, oder nicht? Jetzt gucken wir erstmal die Mannschaft an. So, bevor wir jetzt irgendwie auf den Transfermarkt gehen, jetzt gucken wir uns erstmal die Mannschaft an. So. Und sie spielen mit einem 3-5-2. Das ist so in Italien, das ist so. Die spielen immer mit einer Dreierkette. Wird bei mir natürlich nicht so sein, ne? Wir stellen natürlich gleich mal um auf ein
Ah, ich habe das eigentlich gerne immer 4-4-2. Moment, nee, wo haben wir's? Da. 4-4-2 mit einer breiten Raute, rechts auf der Außen einer, links einer, ein Sechser, ein Zehner und zwei Spitzen. So. Und dann gucken wir mal. Also im Sturm, Llorente und Carlos Tevez, das ist okay. Und Evra, nee. Ey, geil, die haben Evra? Wie geil, was macht der denn da? Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir noch so haben. Schaut euch das an, wir haben richtig viele Spieler. Und auch noch richtig gute Spieler, die auf der Bank sind. Da würden wir es schwer haben, die Mannschaft zusammenzustellen. Also auf jeden Fall erstmal Vidal. Ja, mein absoluter Lieblingsspieler von Juventus. Der muss auf jeden Fall rein für Evra. Der spielt auf jeden Fall auf der 10. Dann Kwadwo Asamoah, glaube ich, heißt der. Oh nee, das wollte ich gar nicht. Wo haben wir den? Hier. Kwadwo Asamoah, guckt euch das mal an, ey, wie schnell der ist. Beweglichkeit 83, Antritt 85, Ausdauer 88. Das ist wirklich ein richtig guter Spieler. Ein Ghana. Linksfuß, also spielt er im rechten Mittelfeld. Dann kann er nämlich nach innen ziehen. Also pass auf. Perea, der ist gerade. Der ist auch nicht langsam. Der sagt mir zum Beispiel überhaupt nichts. Rechtsfuß kann im Sturm spielen. Zentrales Mittelfeld, zentral offensiv. Der sagt mir zum Beispiel gar nichts. Der muss wohl neu sein. Perea. Also auf jeden Fall. Machen wir erstmal Kwadwo Asamoah. Wenn der Linksfuß ist, dann kommt der erstmal auf die Seite. Und Paul Pogba, ja, der spielt für Liechtensteiner. Da können wir ja einfach mal diesen Perea, den können wir ja dann einfach mal auf die linke Seite tun, wenn der Rechtsfuß ist. Aber schaut euch das an, dann haben wir ja immer noch Andrea Pirlo, Chiellini, Basali, der Ex-Wolfsburger. Wir haben ja immer noch richtig gute Spieler. Also auf jeden Fall kommt der Pirlo auf die Bank, ja, für diesen Paduin. Und die Musik ist auch so geil, ne? Chiellini, der muss auf jeden Fall spielen für Ok Bonner. Und Marchisio haben wir auch noch. Alter, leck mich am Arsch. Das ist echt schwierig, ey, da eine Mannschaft zusammenzukriegen. So, also Bonucci würde ich erstmal. La nee, obwohl. Nee, nee, nee. Basali kommt rein. Der ist ja viel besser. So, dann muss der Coman erstmal weichen. So, ich sehe gerade schon, wo wir einen Spieler kaufen müssen. Auf jeden Fall Linksverteidigerposition, weil. Ja, Evra ist da gut, aber na, er ist persönlich nicht mein Liebling. Klar ist der schnell. 79er Antritt, Balance. Der ist noch nicht so alt wie er. Er hat 33. Das geht gerade noch so. Dann würde ich mich auf jeden Fall mal nach einem neuen Linksverteidiger. Aber toll, da haben wir doch Buffon. Was wollen die? Und mit Storari haben wir doch eigentlich einen guten Ersatz. Und Rubinho mit 68, okay, den können wir erstmal außen vor lassen. Aber sonst ist die Mannschaft doch mega geil, oder nicht? Warte, möchtest du. Ne, warte mal, abbrechen. Dann können wir gleich hier die ganzen anderen Sachen auch machen. Also 4-4-2, die Rollen. Natürlich der Kapitän Buffon. Ein kurzer Freistoß von links und von rechts. Ey, das ist ja Wahnsinn. Ne, also von links auf jeden Fall ein Linksfuß. Wer ist denn hier Linksfuß? Hier, der kann das machen. Asamoah und kurzer Freistoß. Rechts, das macht mal. Boah, Vidal. Ein langer Freistoß, das kann mal jemand machen, der weiter hinten ist. Das macht mal. Macht mal Chiellini. Komm, die rechte Ecke, die macht. Wo ist er? Hier, Asamoah. Die linke Ecke würde ich gerne von. Perea, kann der das? Sag mal, lange Pässe, 75. Pogba. Nee, den Pogba würde ich gerne. Ja, Vidal. Machen wir mal Vidal und die Elfmeter. Wer ist da der beste Elfmeterschütze? 83. 86, 67, das wird Vidal sein. Dann lassen wir Vidal auch schießen. Anweisungen, Taktiken, Anweisungen. Was haben wir denn da so? Boah, das ist so geil, dass man so viele Sachen machen kann. Deswegen wird die erste Folge jetzt wahrscheinlich so ein bisschen langweiliger, weil wir da. Muss man kurz auf die Zeit gucken. Ja, 9 Minuten haben wir erst. Wird sie wahrscheinlich ein bisschen langweiliger, weil wir uns da erstmal ein bisschen auf die Mannschaft konzentrieren müssen. Ihr könnt natürlich auch eure Spielerwünsche unten in die Kommentare reinschreiben. Was aber nicht gleichzeitig heißt, ja, dass wir den kaufen. Also ich gucke mir die Spieler natürlich an, sofern ich sie nicht kenne. Wenn ich sie kenne, kann ich ja schon ein bisschen was dazu sagen. Also auf jeden Fall Linksverteidiger. Wenn ihr einen guten Linksverteidiger wisst, einfach mal in die Kommentare schreiben. Und vielleicht einen Ersatztorhüter für Buffon, falls Buffon verletzt ist. Gut, das lassen wir erstmal. Ich lasse die Mannschaft jetzt erstmal so. Speichern war, ja.
Fertig, fertig. So, dann gehen wir mal hier hin. Hier ist auch, glaube ich, was Neues. Ne, das ist die Nationalteamberufung. Bearbeitete vorhandene Taktikvorlagen und manage dein Team. Das ist ja gerade das, was sie gespeichert haben, oder? Ja. Aber das ist neu, ne? Also das ist auf jeden Fall neu, dass man das jetzt speichern kann. Das wusste ich auch noch nicht. So, jetzt gehen wir mal hier zu den Finanzen. Wie viel haben wir da? 56 Millionen Euro Transferbudget. 300.000 Euro Gehaltsbudget. Das ist, ja, akzeptabel. Das ist mehr als akzeptabel. Jetzt gucken wir mal nach dem Linksverteidiger. Okay, das ist auch neu hier. Also das Fenster hier vom Transfer. Gucken wir mal. Defensiv nach einem Linksverteidiger. Nationalität, ja, das ist erstmal egal. Also, auf jeden Fall. Alter, hier, hör mal. Ich glaube, du hast einen Sockenschuss. Also, ich würde auf jeden Fall gerne den jungen Spieler holen, dass wir den noch entwickeln können, so ein bisschen, weil. Keine Ahnung. Wenn du einen mit 28 oder 29 holst, der kann sich natürlich noch entwickeln. Aber nicht so gut wie ein 24-Jähriger oder ein 23-Jähriger. Wir machen mal zwischen 19 und 22. Das Risiko müssen wir dann einfach mal eingehen, dass wir den dann mal im. Dann auch im Spiel einsetzen. So, was wird uns da denn angeboten? Ist das das globale Transferfenster? Das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Gut. Oh, natürlich hier David. Oh. Ja, da würde ich natürlich sofort zuschlagen, David Alaba. Aber das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie viel er kostet. Den könnten wir natürlich bezahlen. Ist zufrieden, ist spielbereit. 11,5 Millionen der Wert. Boah, das ist natürlich fast die Hälfte unseres Geldes weg. Ne? Wir gucken erstmal weiter. Dennis Appia, über die meisten haben wir natürlich noch nicht so viele Infos. Was heißt gar keine? Ach, Matchday. Ja genau, das ist das Spiel, was ich gespielt habe. Zur Eingewöhnung. Das wollte ich nicht. Anzeige ändern. Abdulrahman Baba, der ist auch nicht langsam. Also, Yannick Bandowski, da haben wir schon mal ein paar Infos. Der ist 20, Dortmund. Ich glaube, wir müssen das noch ein bisschen einschränken. Wir gucken einfach mal die Ligen durch. Wir gehen einmal. Ist hier noch die Liga? Nein, das ist Schottland. Die war auch immer da. Liga Bosporn, Superliga, Champions Cup. Wo ist denn die Bundesliga? Hier. Gucken wir mal in der Bundesliga nach dem Linksverteidiger. Da kommt natürlich wieder der hier. David Alaba. Baba sehen wir wieder. Bernard. Ja, Erik Durm, ey. Erik Durm ist nicht schlecht, Alter. Da war, da bin ich immer begeistert von. Hier Christian Günther. Hartherz von. Paderborn, ey, Paderborn, nimm mal ein Wort zu Paderborn, was machen die eigentlich gerade in der Bundesliga, ey, die rocken die gerade wirklich, obwohl die gerade 4-0 gegen die Bayern verloren haben, aber ey, trotzdem, die mischen da oben mit. Ricardo Rodriguez, ja, den finde ich auch nicht schlecht, obwohl ich Wolfsburg gar nicht so leiden kann, aber die Spieler, die sie haben, sind eigentlich gar nicht schlecht. Zwar nicht alle, aber viele, also lassen wir, ich lass mal Rodriguez beobachten. Ich möchte mal gucken, wie der ist. Wendell haben wir dann noch, was wissen wir, oh. Der ist auch nicht gerade langsam. Den beobachten wir auch nochmal. Also guckt euch das an. Beschleunigung bis hoch auf 81. Beweglichkeit, Sprinttempo auch nicht gerade so langsam. Gut, Sead Kolasinac. Und den Erik Durm würde ich gerne beobachten. So. Können wir doch gleichzeitig auf die Wunschliste setzen. Hier auf die Wunschliste setzen. Und wen hatten wir noch? Wendell, ne? Genau, den. Setzen wir auch mal auf die Wunschliste. So, jetzt haben wir erstmal drei Linksverteidiger meinerseits. Ihr könnt natürlich auch noch eure Sachen in die Kommentare schreiben. Ich muss gerade mal gucken, dass wir den Part hier nicht überziehen. Ach, 14 Minuten, da waren wir noch kurz. Gucken wir nochmal kurz, ganz kurz nach dem Torhüter. Auch, würde ich sagen, 19 bis 22 aus der Bundesliga. Ja, da haben wir natürlich Bekannte wie Kuhn Castils oder Timo Horn. Bernd Leno ist auch natürlich ein richtig hammer Torhüter. Sonst die anderen Sachen. Sagen wir so. Eigentlich nichts hier natürlich. Loris Karius, richtig guter Spieler. Da müssen wir mal hier das Alter ein bisschen hochschrauben. Ansonsten geht das nicht. Da kriegen wir doch schon mal ein paar mehr. Hier, der Baumann, auch richtig stark. Ist ja gewechselt zu Hoffenheim. Hat eine super Saison bei Freiburg gespielt. Letzte Saison. Das ist die neue Nummer 1 bei Freiburg. Roman Bürki, Ralf Fährmann. Wen haben wir da oben gehabt? Nico Burchert von Paderborn. Max Grün, Timo Horn haben wir wieder dabei, Loris Karius wieder, Lengerek, Kraft, Bernd Lenus auch wieder dabei. Kevin Trapp, der ist ja im Gespräch bei Juventus Turin. Also man liest so im Internet, dass der, dass
Juventus Turin stark an denen interessiert sein soll. Ich lasse ihn einfach mal beobachten und setze ihn auf die Wunschliste. Das ist ein richtig guter Torwart, hat sich richtig gut entwickelt bei Frankfurt. Ja, Freunde, ich würde sagen, so viel Zeit, ist schon wieder vorbei. Das war der erste Part des neuen FIFA 15 Let's Plays. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ihr, ja, vergesst nicht, eure Wunschspieler in die Kommentare zu schreiben. Speziell jetzt mal an Linksverteidiger, ich habe ja schon ein paar, aber ihr könnt ja auch nochmal was reinschreiben. Und ansonsten, lasst eine Bewertung da, Daumen nach oben oder ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann, ja, schauen wir mal im nächsten Part, dass wir vielleicht unser erstes Testspiel machen, vielleicht auch nicht. Mal gucken, wir spulen mal vor. Ja, und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Wir haben noch ein Transferangebot, das gucken wir nochmal. Das lehnen wir natürlich. Boah, wen haben wir da denn? Sergio Buonasca. Das lehnen wir erstmal ab, weil ich weiß nicht, ob wir den noch gebrauchen. Oh ja, genau, ey. Vidal auf jeden Fall. Ein Scheißdreck, so. Und Llorente auch nicht. So Wolfsburg. Ey, Wolfsburg hat doch so viel Kohle. Die können sich doch einen anderen holen. Warum müssen die immer bei mir gucken? Also, ich bin raus. Bis dahin. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. So, Leute, das war die erste Folge von FIFA 15. Ich hoffe, er hat euch genauso gefallen wie mir. Links geht's dann demnächst immer zum letzten Video. Ist ja jetzt noch keins, ne? Geht ja schlecht. Und rechts klickt da einfach auf den Vidal drauf, auf Abonnieren. Dann wird er sich genauso freuen wie ich. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.